Die neue Regelung in der Schweiz, die tritt ab 8. März in Kraft. Dann heißt es rotes Licht für einige Bundesländer, und zwar neben Salzburg, die es ohnehin schon sind, aktuell dann auch für Niederösterreich die Steiermark. Diese Bundesländer kommen auf die sogenannte Quarantäneliste, sprich, wenn man in die Schweiz einreist aus diesen Bundesländern, Steiermark, Niederösterreich, Salzburg oder auch Kärnten, dann muss man eine Woche lang bei den Eidgenossen in Quarantäne gehen und muss dort verweilen. Österreich oder diese Bundesländer, die hier angesprochen sind, sind damit in schlechter Gesellschaft, denn auch einige andere Staaten hat es in dieser aktuellen Liste erwischt, beispielsweise Barbados, Barbuda, beispielsweise auch Kuwait oder auch Chile. Grünes Licht gibt es hingegen in der Schweiz ab 1. März insgesamt, denn da soll es zu zahlreichen Öffnungsschritten kommen. Beispielsweise haben dann auch wieder die Skipisten geöffnet und auch die Erlebnisparks machen auf. Wer beispielsweise Tennis spielen will oder die Grasshoppers beobachten möchte in Zürich, der kann auch Fußball spielen. Auch das wird erlaubt sein. Und für all jene, die vielleicht den berühmten Berner Bären anschauen wollen, die Zoos, die haben ebenfalls ab 1. März wieder geöffnet. Also einige Öffnungsschritte bei den Eidgenossen, aber auch einige Beschränkungen, wenn sie aus diesen Bundesländern in Österreich, nämlich Niederösterreich, der Steiermark oder Kärnten bzw. Salzburg in die Schweiz einreisen wollen. Da heißt es dann bitte eine Woche in Quarantäne, rotes Licht.